Ja, moin moin. Ich muss ein Buch hier im Leseschatz feiern. Barrett McGarrian, Die Erfindung der Wirklichkeit. Gibt es jetzt, endlich ist es als Buch da. Ich habe es schon als Manuskript lesen dürfen für die Verlagsvorschau. Es hat was sehr Berauschendes. Es ist voller Farbenspiele. Und so taucht man halt ein in eine Welt, Scheinwelt, Literaturwelt. Alles vermengt sich in die Visionen. Und die Betrachtungen überlappen sich immer mehr. Es ist ein fantastischer Realitätsroman oder ein realitätsnaher fantastischer Roman. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was unsere Gegenwart mit all seinen Facetten beleuchtet, das sehr ausgiebig, sprachgewaltig und mit tollen Charakteren beseelt. Charaktere, die immer wieder zeigen, dass die Wirklichkeit an unserer Wahrnehmung gemündet ist. Und wenn wir einen Kinosaal betreten zum Beispiel und das Licht auf die Leinwand fällt, ist für uns in diesem Moment das Licht die ganze Wahrheit. Die Erfindung der Wirklichkeit erzählt die Geschichte von Daniel Bloch, ein Schriftsteller, der Unterhaltungsliteratur schreibt, von Feuilleton nicht wirklich groß gefeiert wird, aber halt von seinen Lesern. Er befindet sich gerade in einer Schaffenskrise, er kommt nicht weiter. Und Oscar, ein Freund von ihm, Oscar Babel auch noch dem Namen nach, der jünger ist, als er ein guter Freund ist und als Filmvorführer gerade tätig ist. Filmvorführer aber im klassischen Sinne, das heißt, er arbeitet bei einem Kino, wo er noch tatsächlich die Filmrollen wechselt. Ein schönes, altmodisch, analoges Lichtspielhaus. Die beiden treffen jetzt aufeinander, weil Oscar Daniel bittet, zu ihnen zu kommen, weil er möchte was mit ihm besprechen. Als er dort ankommt, ist ihm das schon wieder fast ein bisschen unangenehm, weil er bittet seinen Freund, beziehungsweise möchte eigentlich nur sagen, was habe ich eigentlich für ein Leben? Ich habe doch gar kein Leben, ich habe kein Abenteuer, ich habe Filmvorführer ist nichts, malen klappt ja nicht wirklich, meine große Kunst ist mir abhanden gekommen. Da kommt Daniel Bloch eine Idee, einen Roman zu schreiben und als Haupthelden Oscar zu nehmen. Er schreibt auch seinen Verleger gleich an, sagt, ich möchte keine Unterhaltungsliteratur schreiben, ich möchte jetzt Weltliteratur schreiben, Literatur, die den Leser berührt und begeistert. Er fängt an, gleich am ersten Abend zu schreiben, hat seinen Freund Oscar Babel vor Augen, möchte ihn aber nicht so schreiben, weil was hat das über sein Leben zu hören, zu beschreiben? Was ist denn dort wirklich in sein Leben vorgefallen? Was es wert ist, in die Literatur einzufließen? So erdenkt er sich eine Figur. Oscar ist Maler. Er lebt in einer Wohnung und mit einer Katze zusammen. Diese Katze liebt wie er Wagner-Musik. Im realen Leben ist es eigentlich so, dass sein Vermieter Wagner hört und das ihn unglaublich nervt. Aber jetzt in der Literatur soll es genau andersrum sein. Und er fängt mit Begeisterung an zu schreiben über die Figur Oscar Babel. Aber infolgedessen vermischt sich so langsam etwas, weil plötzlich taucht in Oscars Leben eine Katze auf. Und so weiter ist. Die Wahrnehmung, die Realität, die Literatur hält Einzug in das Erlebte oder andersherum, wird das Erlebte Literatur. Figuren tauchen auf, Figuren, die aus dem Buch oder aus der Realität zu stammen scheinen. Ein farbenprächtigeren Roman habe ich lange nicht mehr gelesen, der einfach Spaß macht, klug ist. Man sollte ihn wirklich einen Rausch lesen. Es ist auch so viel mit Farbenspiel gearbeitet. Die, was ich schon sagte, die Überlappung der Betrachtung ist hier toll geschrieben. Die Lichtspiele, cineastisch aufgeworfen mit einem wunderbaren Werk. Übersetzt ist es von Katrin Hornung aus dem Englischen. Ich wünsche erlesene Stunden, viel Spaß beim Lesen und feiern Sie mindestens mit diesem Buch die Fantasie und die Literatur. Bis bald, Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt und dem Blog Leseschatz, leseschatz.com, wo Sie, wenn Sie denn wollen, weitere Lesetipps von mir finden werden. Bis bald, tschüss!